Es geht gegen die Jahrhundertmannschaft. Es geht gegen Real Madrid im Viertelfinale der Champions League. Und wir wollen schon mal richtig drauf einstimmen mit dem Boss. Hier ist der Geschäftsführer des VfL Wolfsburg. Hier ist Klaus Allofs. Guten Abend. Wolfsburg ist amtierender deutscher Pokalsieger, ist amtierender deutscher Vizemeister, auch wenn die Saison im Moment nicht so berühmt verläuft. Da kommen wir aber später vielleicht noch mal dazu. Was würden Sie sagen, wie extrem ist diese Außenseiterrolle denn wirklich? Ja, ich weiß nicht, wie man das vielleicht in Prozenten ausdrücken will. Vielleicht haben wir eine Chance aufs Weiterkommen von 10%, 15%. Also das würde ich schon sagen. Wir haben ja eben gesehen, dass deutsche Mannschaften auch gut gegen Real Madrid schon ausgesehen haben. Real Madrid hat aber auch Phasen, auch in jüngster Vergangenheit, wo es nicht so rund lief. Auch in dieser Saison ist es so, dass sie in der Meisterschaft weit hinter Barcelona zurück sind. Jetzt haben sie gerade im Auswärtsspiel haben sie bewiesen, dass sie natürlich mit ihnen sportlich auf einer Höhe sind. Aber haben wir noch 7 Punkte, also es werden ja, Barcelona wird Meister werden, ich denke, das steht fest, aber sie sind übermächtig, aber von den Mannschaften, Barcelona, Paris Saint-Germain oder die Bayern wären vielleicht noch etwas übermächtiger als Real Madrid es ist. Ich glaube, dass sie immer noch mal vielleicht Spiele haben oder Momente haben, wo sie zu verletzen sind, so. Und dann ist es an uns, diesen Moment dann auch wirklich zu nutzen. Aber sie sind haushoher Favorit, ganz klar. Für sie ist es auch natürlich, nachdem sie die Meisterschaft abschreiben können, glaube ich, ist es natürlich fast überlebenswichtig, jetzt für alle Beteiligten eben in der Champions League mindestens ins Endspiel zu kommen. So, das zeigt schon, dass wir dort nicht mit einem Gegner rechnen dürfen, der vielleicht nicht vollkommen konzentriert ist. Also eigentlich spricht alles gegen uns, vor allen Dingen auch unsere derzeit Form in der Bundesliga, aber dennoch sind wir in der Lage, auch über uns hinauszuwachsen und mit der Hilfe des Publikums, da brauchen wir wirklich den 12. Mann, der auch immer wieder unsere Spieler unterstützt und sie auch mal über eine schwächere Phase oder über eine Phase, wo Real vielleicht auch mal dominant ist, hinwegbringt. Also wenn das alles zusammenkommt, dann haben wir diese kleine Chance. Du solltest nur einen Satz kurz wechseln. Den haben Sie abgestraft. Sie haben mit ihm gesprochen. Ist das Thema, glaube ich, damit auch für Sie gegessen? Soll Yogi den mitnehmen zur Europameisterschaft? Ich hole trotzdem noch ein bisschen auf, weil diese Entscheidung, die Yogi Löw dann getroffen hat, die ist nach dem Austausch mit Dieter Hecking und ich habe mit Oliver Bierhoff hab ich darüber gesprochen und glaube, da aus diesen Gesprächen heraus ist das auch erwachsen, dass er nicht berücksichtigt worden ist. Und aber auch in den Gesprächen ist ganz klar rausgekommen, das, was wir auch denken, dass wir auf der einen Seite sagen müssen, so kann einer unserer Spieler den Verein nach außen nicht vertreten. So kann man, glaube ich, auch nicht sein gesamtes Potenzial abrufen. Und das erwarten wir als Verein, das erwarten auch unsere Fans und unsere Zuschauer. So, aber dennoch muss man dem Spieler die Chance geben, das wieder gerade zu rücken. So, und ich hoffe ich bin sehr zuversichtlich, dass Max das verstanden hat. So, und dass er das erstmal hier im täglichen Leben hier in Wolfsburg im Training beweist und dann in den Spielen für den VfL. Und wenn er das gezeigt hat, glaube ich, dann steht die Tür auch wieder für die Nationalmannschaft offen. Hat viel Spaß gemacht. Wolfsburg gegen Real Madrid, natürlich live hier bei Sky. Und ich darf sagen, im Namen aller Fußballfans, wir drücken Ihnen, der Mannschaft, natürlich alle Daumen. Und auch Ihnen persönlich wünschen wir alles Gute. Danke für den Besuch. Klaus Allofs im Audi Star Talk.